Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi, das bin ich. Dann schauen wir nach hinten. Ich überlege, ob mir vielleicht Laurent dabei ein bisschen hilft. Achso, was man natürlich jetzt auch erstmal auf Anhieb nicht sieht, ne? Dass wir oben natürlich eine vierteilige Steckleiter hat, das ist auch eine Norm. Ne? Und für unsere Gebäudehöhen reicht diese vierteilige Steckleiter immer aus. Laurent, spontan? Spontan. Ein geiles Teil. Endlich mal einer richtig mit Ahnung. Ne? Ja. So, ich fange mal ein bisschen an hier oben, denn hier kann man jetzt den Transformer. Dazu kann ich gleich sagen, was nicht Norm ist, weil ich das gerade sehe. Vielleicht, also hier ist zum Beispiel unser Halligan-Tool. Das ist nicht Norm. Hier haben wir einen Spalthammer. Hier haben wir das Halligan-Tool. So ein bisschen, ne, unsere Ventilleine fürs offene Gewässer und was, also das sind jetzt Sachen, Halligan-Tool und Spalthammer ist jetzt nicht die Norm beim TSF. Das sage ich dazu. Das sind aber Sachen, auf die wir nicht verzichten wollen können. Und was auch nicht Norm ist, ist, wir haben hier so eine Kiste mit ordentlich Helmlampen. Ihr erinnert euch an den Testen, die ich gemacht habe und das sind die Lampen, die wir dann auch, die wir da Gerätewart immer gern zusammen haben. Hier fehlen zum Beispiel jetzt gerade drei. Kann sein, dass ich eine bei mir noch am Helm habe oder an der AGT noch. Auch ganz interessant. Ist auch, dass man hier, wer das nicht kennt, ist für uns immer super, also für Verkehrssicherung, also gerade abends, dass man von Weitem schon, da sieht man jetzt dunkel hier nicht so gut, aber das fällt abends schon sehr gut auf. Ne? Also das kann ich nur jedem empfehlen, die kosten irgendwie, ich würde sagen, 1,50 € oder sowas. Aber sehr effektiv oder laternenfest, wenn man für die Kinder was absichert oder sowas. Man kann man sich schon sehr gut damit im Fokus rücken. Und das Gute ist, der Gerätewart hat hier alle Lampen beisammen. Das heißt, er wechselt die einmal jährlich alle Batterien, weil die sonst gerne auslaufen in diesen Lampen. Der will die gerne beisammen haben und hier austauschen, hier wieder reinpacken. Und im Einsatzfall wird hier zugegriffen. Das hatten wir vorher anders. Da hatte jeder so seine eigene Helmlampe und dann war mal eine weg, vergessen worden, verloren. Batterie ausgelaufen, ging im Einsatz nicht und das war dann ein bisschen schwierig. So, was auch nicht Norm ist, sind die Segelteile, ich meine, die wiegen ja nicht viel, die haben wir hier drauf gelassen. Der eine AGT muss geprüft werden, der Druck. So, das war die Atemschutzüberwachungstafel. So, also was wir hier noch mit drin haben, sind die Keile vom Sägen. Oder, ne, ihr wisst, wenn der Bäume unter Spannung bearbeitet, müsst ihr manchmal vielleicht die Hilfe von zu Keilen greifen. Die Kettensäge, die ihr jetzt vielleicht vermisst, ist bei uns in einem separaten Schrank mit Treibstoff und der Sicherheitsausrüstung. Das haben wir nicht auf dem Auto gefahren, das müssen wir spazieren. Das wird je nach Einsatz gegriffen. Genau wie Ölbindemittel. Das steht bei uns auch separat, aber gut griffbereit. Ähnlich wie der Schlauchtragekorb von diesem Innenangriffs-Schlauchpaketkorb und so weiter. Ne? Was auch nicht Norm ist, ist hier unsere Netzmittelkartusche. Das heißt, hier kann man, wenn man ganz normal Flächenbrände hat oder sowas, und das kommt hier auch öfter vor, kann man auch mit diesen Netzmittelpatronen, die man da, hier schon eine drin, ist schon einmal geladen, wenn man reinguckt, also einsatzbereit, kann man dann im Einsatz sozusagen wunderbar die Tiefenwirkung des Wassers erhöhen. Ne? Okay, wollen wir den Schlauch wieder aufpacken? Jo. Genau, hier ist der 5 Meter B-Schlauch, das ist der kurze für, ihr wisst, ne, Befüllschlauch und so weiter. So. Das war das. Jetzt habe ich aber euch viel mehr erzählt, als ihr nicht wollt. Was siehst du denn hier so, Laurent? Was ich großartig sehe, sind erstmal vier Saugschläuche ganz normal. Ne? Das halt dazu gehört. Alles natürlich genommen. Das gehört immer hier mit drauf. Ne? Ein Sammelstück, Saugkorb, dann nochmal ein Gitter für den Saugkorb. Für, schätze mal, einen Benzinkanister für TLS. Genau. Besen, naja, wenn man mal die Straße abkärchern muss. Ne? Abkärchern. Abkärchern. Genau. Kellersaugkorb ist da oben noch. Kellersaugkorb. Genau. Und achso, das ist auch so ein bisschen versteckt. Das ist ja was in diesem Auto ist, zum Beispiel auch dieser Oberflöhe dran, Schlüssel. Da kann man wunderbar, wenn man öffentliche Gebäude hat oder Zufahrten, Schulen, man hat diese Fehler, die man rausnimmt, kann man das auch wunderbar mit diesem Schlüssel machen. Habt ihr den Oberflöhe dran? Natürlich nicht. Na gut. Ich wollte unbedingt einen haben, wurde leider nicht. Und wenn es hier auch nicht kennst, das Fahrzeug, hier ist auch nochmal dieser Kupplungsschlüssel. Ne? Ja. Okay. Ich sehe noch was, was hier gerade nicht Norm ist. Entschuldige, wenn ich jetzt unterbrochen habe.
Und zwar unsere Trage. Das ist eine ganz normale Standard-Trage. Ne? Zusammengeklappt. Wunderbares Teil. Das sind Sachen, die wollten wir aber nicht wegnehmen. Ne? Das gehört hier aufs Auto und das ist wirklich das Mindeste, was man haben muss. So, und was sagst du denn dazu hier, Laurent? Wa? Das ist auch eine schöne. Was ist das denn hier Schönes? Eine PFPN 10-1000. Wann hast du Truppmann gemacht? 2016, 2017. 2016, 17. Also nach 3 Jahren noch zu wissen, dass es eine PFPN 10-1000 ist? Muss man können. Also PF, weißt du auch, was das heißt? Ich weiß, was es ungefähr im Deutschen übersetzt ist. Also es heißt mehr oder weniger einfach nur, dass es tragbar ist. Ja, okay. PFPN Portable, ne? P steht für Portable, FPN für Fire Pump Normal Pressure, ne? Feuerwehrpumpe Normaldruck. Und die 10-1000, weißt du das? Bei 10 bar 1000 Liter die Minute. Genau, also die muss, damit sie sich so nennen kann, 1000 Liter die Minute fördern können bei 10 bar. Die schaffen meistens auch mehr bar, ne? Aber das kann man auch überprüfen, da gibt es verschiedene Verfahren. Deshalb haben wir zum Beispiel auch hier so eine Drucktabelle, wie man das überprüfen kann, ne? Dass man zum Beispiel bei, wenn man hier ein B-Strahlrohr anschließt mit einem 22er Mundstück, ihr kennt das Video, dann bei 10 bar habt ihr 1000 Liter Durchfluss. Wissen die Maschinisten. Das hier kenne ich auch noch. Aber, das ist ja geil. Ja, das ist Beleuchtung. Inklusive quasi. Die Pumpe sozusagen. Sobald die an ist, wird das mit betrieben oder was? Müssen wir hier Licht anschalten? Auf den Kopf. Und dann geht es jetzt aus, aber kein Strom mehr. Mach das aus, ich sehe nicht. Ne? Aber, klein aber fein. Perfekt. Jetzt gerade, wo ich den Scheinwerfer sehe, fällt mir noch ein Scheinwerfer ein, die das Fahrzeug hat, den ich eigentlich vorhin vergessen habe. Das schenken wir kurz mal hin. So, und zwar das gute Teil. Können wir hier mal ein bisschen drehen und hier ein bisschen lösen. Und können wir hier auch ausziehen. Ich spare das jetzt, das geht auf 100 Meter. Dann wollen wir jetzt das Licht einmachen. Achso, dann habe ich hier noch einen Schalter. Ja. Und dann haben wir da auch Licht. Ne? Also man kann hier schalten. Mach mal Fahrzeuglicht aus. Dann geht das auch aus. Ne? Das ist gekoppelt mit dem Fahrerlicht. Da müssen wir dran denken, im Einsatzfall läuft das Fahrzeug eh. Und mach nochmal Licht an, bitte. Okay. War eigentlich recht simpel, ne? Aber das hatte ich vorhin fast vergessen. Es steckt ein bisschen kompakt und noch voller kleiner Überraschung. Aber Laurent, du sagst es ja schon richtig, ne? Es ist zwar. Es ist eine schöne Pumpe, also die ist zuverlässig. Was man hier drunter sieht, ist das Standrohr. Geht mal ein bisschen hoch. Standrohr von Unterflur dran ist da. Ladestecker. So. Was habt ihr denn hier Schönes? Ha, das kannst du mal rausholen. Zweiteilig? Zweiteilig. Ne? Ist sozusagen Transformer. Klassischer Einsatzfall so für so einen Einreißhaken ist zum Beispiel Holzvertäfelung, ne? Wenn ein Zimmerbrand ist oder sowas und Dach, irgendwie Dachschräge. Kann man wunderbar mit reinstechen und die Verkleidung, Innenverkleidung rausreißen, dass man zum Herd des Brandes kommt quasi. Ne? Aber gut gesehen. Das benutzen wir in der Tat aber relativ selten, muss ich gestehen. Und wenn manchmal so Äste auf der Straße hängen, kann man sich mal einen langen Arm machen. Als Feuerwehr, die nun nicht immer unbedingt, also als Grundausstattungsfeuerwehr muss man sich damit abfinden, das ist aber auch in Ordnung, dass man nicht unbedingt immer in erster Reihe steht. In erster Reihe stehen oft Drehleitern, große Löschfahrzeuge, Löschgruppenfahrzeuge. Man muss sich damit einfach abfinden, dass man andere Aufgaben hat im Einsatzfall. Aber so funktioniert das System halt. Ne? Und, also ich kann damit gut leben. Und hier haben wir zum Beispiel Pfeildreiecke. Kennt ihr auch. Flup, flup. Sieht nicht mehr ganz so neu aus. Aber schnell hingestellt, das haben wir halt dabei. Ne? Wasser, wichtig für den Einsatzfall, gerade wenn man mit AGTs zu tun hat.
wie gesagt, wir sind zwar eine kleine Feuerwehr, aber dafür AGT fit. Und die brauchen halt in den Erholungspausen was zu trinken. Das ist auch vorgeschrieben, FETV7 könnt ihr mal reinkommen. So, ja gut, Schaufel, es ist jetzt hier nichts Weltbewegendes mehr da. Ne? Mal so eine Fahrzeugbeleuchtung, die ist aber jetzt nur an, wenn das Fahrzeug läuft und Licht an ist, dann ist das hier taghell drin. Unter Fluoridrantenschlüssel. Ja. Und das ist ganz wichtig. Und ist auch gerade, wenn man der Jugendfeuerwehr was macht, so vorgeschrieben. Aber für den Einsatzfall auch mega wichtig, gerade wenn man mit Hochstrahlrohren arbeitet und Druckstöße hat, so ein Druckbegrenzungsventil ist das. Also nicht, dass es optisch mit Rückfluss mit einem Systemtrenner verwechselt wird. Das ist ein Druckbegrenzungsventil, wo man hier sozusagen den Arbeitsdruck einstellt, ein bisschen höher. Wenn man zum Beispiel mit 7 Bar fährt am Verteiler, das wird am meisten am Verteiler angeschlossen, dann stellt man hier auf 8 Bar ungefähr ein. Und wenn dann Druckstöße kommen, sieht man so Impulse, wenn man auf zu macht, dann gehen so richtig Druckimpulse, die sonst in die Pumpe reinschlagen würden und ins Trinkwassernetz. Und die sind auch nicht neu, das gerade das Trinkwassernetz, das macht einem da ein bisschen Sorge. Deshalb will man diese Druckspitzen einfach ablassen, durch diesen Überlauf dann hier wird das abgelassen. Ne? Also wichtiges Teil, wenn man vernünftig arbeitet. Gut. Jetzt bin ich selber überrascht, dass wir eigentlich schon durch sind. Aber wie gesagt, was wir vorher drauf hatten, kann ich mal kurz dazu sagen. Wir hatten vorher noch Schlauchbrücken hier drauf liegen. Hier haben wir jetzt auf dem MTW. Wir hatten vorher drauf Schaumeinsatzzeug, Schaummittel, Zumischer, also 2 Schaummittelkanister. Das haben wir alles aus Gewichtsgründen rausgenommen. Reserverad braucht man im Einsatzfall auch nicht. Das muss man halt wirklich das Ding halt etwas abspecken, will ich mal sagen, und auf das Wesentliche fokussieren. Und bis jetzt haben wir noch nichts vermisst. Ich habe das Fahrzeug ja schon mal vorgestellt, aber ihr seht noch mal ganz kurz jetzt einen Vergleich, wo ihr jetzt den TSF vor Augen habt. Seht ihr jetzt hier noch mal, wie hier der Fokus ist. Also alles für den Schaumeinsatz, auch ein bisschen Verkehrssicherungsmaterial wieder, findet man. Ne? Aber Schaummittelkanister, Zumischer und so weiter, Mittelschaumrohr. 2B und 1 Cäsar Schlauchtragekorb. Ne? Und dann haben wir auch hier ein Mehrzweckstrahlrohr, dass man eben mal schnell zur Not auch schon mal anfangen kann, ohne eine Pumpe schon mal erste Löscharbeiten zu machen. Ich denke jetzt mal an Papierkorb oder Buschbrand oder sowas. Ne? Und die Schlauchbrücken, die vorher auch auf dem TSF waren, die sind jetzt auch hier verlastet. Ja, nur dass ihr mal seht, zu dem Zusammenhang, was sozusagen auf dem anderen Fahrzeug fehlte, was jetzt hier mit seinem Platz gefunden hat, aber wie mit dieser Trennung hervorragend fahren. Also der MDW steht halt so mehr Richtung Wassernahmestelle, kann da schon gleich die Straße sperren, den Einsatz absichern. An der Stelle steht sozusagen nicht so im Weg beim Einsatz, quasi am Einsatzort. Das TSF hingegen hat dann die Pumpe, steht in Einsatzortnähe, kann natürlich auch dann nochmal Verkehr sichern und so. Aber man ist ja so ein bisschen verteilt, hat sich so ein bisschen entzerrt, das Ganze. Ne? Genau. Danke, sehr gut. Ja, wenn ihr Fragen habt, gerne kommentieren. Ich sehe den Sternenhimmel. Nein, wir haben uns gerade darüber. Benz AMG, 63er Coupé. Rapperzin, das ist zu viel. So, wir haben gerade noch mal darüber gesprochen, wo ich eben vorhin sagte, so, man muss jetzt Grundausstattungswehr mit seiner Rolle abfinden in einem größeren Einsatz, ne? wo ich sagte, dass man nicht vorne steht. Aber das ist was Wichtiges angemerkt, was ich... Man darf ja nicht vergessen, auch wenn man nicht vorne mitsteht, ja, das überlässt man, sagen wir mal, den größeren Fahrzeugen, aber jede Feuerwehr hat eine wichtige Funktion und auch ein TSFW, eine Grundausstattungsfeuerwehr, ohne diese Straßenabsicherung oder sonst irgendwas würde die ganze Funktion vorne nicht gegeben sein, weil sie mit Gefahren rechnen müssen oder sonst irgendwas. Also es ist Feuerwehr zu Feuerwehr Zusammenarbeit. Ja genau, ist so. Ne? Ist schon. Also ohne eine Verkehrsabsicherung, deshalb ist zum Beispiel auch beim VU auch vorgeschrieben, der Angriffstrupp geht zur Menschenrettung vor und der Wassertrupp, das ebenso Wichtige ist, Verkehrssicherung, ne? Damit den eigenen Einsatzkräften nichts passiert. Da steht sogar in der FETV3 so drin, dass man als gleich wichtigste Maßnahme wie die Menschenrettung sich selber schützen muss. Und genau wie du schon sagst, TSF, ja, steht vielleicht nicht vorne beim Großbrand, aber hat in der Zeit den Verkehr gesichert, Wasserversorgung vielleicht aufgebaut. Richtig. Das ist bei uns zum Beispiel der MTW, der ein bisschen mehr da den Fokus drauf gelegt hat. Und diese Rolle der kleinen Feuerwehren oder manche, die vielleicht nur ein TSA haben, nur in Anführungszeichen, die sind halt vielleicht noch ein kleinerer Ort, hat jeder seine Daseinsberechtigung und man ist auch wichtig, dass jeder aber sich auch damit abfindet, dass er seine Rolle hat und nicht jemand sich zu schade ist, irgendwas zu machen. So zum Beispiel wie, ich bin jetzt hier Gruppenführer ausgewählt und soll den Verkehr sichern. Ja, ne? Das ist gerade die Aufgabe und dann machen wir es zusammen. Die anderen machen dazwischen das und das und wir machen das und das ist auch nicht schön. Wir machen irgendwie alle zusammen und was du schon sagst, aber jede Feuerwehrgröße ist ja gleich wichtig. Richtig. Auch Fahrzeuggröße. Ne?
Also ich muss ja selber schmunzeln, wenn ich sage, ich habe einen TSF, ne? Weiß ich auch, es ist jetzt. Aber man muss auch fairerweise sagen, was soll ich mit dem HLF? Wir haben hier keine Autobahn, wir haben hier keine Schnellstraße. Klar kann hier mal eine Umleitung sein und bei uns kann auch ein Gefahrgut mal in ein landwirtschaftliches Haus reinfahren. Thema GAMS hatte ich auch ein Video, das kann ich euch hier oben nochmal einblenden. Ist genau das, Gefahr erkannt. Oh, wir müssen hier, ne? GAMS absperren ist der zweite Punkt. Das macht eine TSF-Feuerwehr klassischerweise auch gleich. Das kann jede Feuerwehr machen. Menschenleben retten können wir auch. Wir haben Heiligentool oder wir haben AGT-Ausrüstung dabei. Wir könnten Menschen aus dem Gefahrenbereich rausziehen. Das kann jede Feuerwehr machen, GAMS, ne? Menschenleben retten. Und S, Spezialkräfte anfordern. Das kann sein eine Drehleiter, das kann sein ein HLF-20, das kann sein Rettungsdienst kann auch eine Spezialkraft sein, ne? Oder was auch immer. Deshalb aber deshalb jetzt extra nochmal die Szene, jetzt nur für dich, weil wir eben nochmal drüber gesprochen hatten. Ganz wichtiges Thema, jede Feuerwehr gleich wichtig. Darüber hinaus gibt es ja auch für gerade, wer das vielleicht das Konstrukt nicht kennt, eine AAO, das heißt Alarm- und Ausrückeordnung. Das heißt, wenn bei uns irgendwo die Leitstelle weiß, wir haben einen Mittelbrand, dann fährt so nicht nur unsere Feuerwehr mit, sondern andere Fahrzeuge mit dem Tank, noch mehr. Also kommen irgendwie drei Feuerwehren, werden mit alarmiert, bevor es hier bei uns losgeht. Ich bin stolz darauf, wir haben bis jetzt jeden Einsatz ableisten können, 100%, nicht nur nahezu, nein, jeden Einsatz haben wir damit ableisten können. Klar, was ich vermisse, ist Wassertank, aber ansonsten kann man mit dem TSF, ich baue doch mit dem TSA, kann man eigentlich schon super arbeiten, wenn man weiß, was man da hat. Ne? Super, okay, vielen Dank. Genau. Laurent, Robin, heute mehr im Background. Genau. Okay, dann mach's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Video. Ne? Bis dann. Tschüss. So, genau, also so ein. Was war denn das jetzt? Weiß ich auch nicht. Manchmal hat er die Ahnung. Könntest du mal wieder hinten hinstellen? Ich würde gerne mal weiter erzählen. Stellst du dich bitte wieder hinten hin. Ein bisschen weiter vorne, bitte. Föhn, bitte. Meine Geduld ist sehr dünn. Hey, wir wollen fertig werden. Ja. Ich muss auch noch schneiden, sonst ist nur so live der Film.